Das Knowledge Graph Karussell bei den Google Anzeigen. Mein Name ist Philipp Sauber, ich bin von der INM AG und Sie schauen websitemarketing.ch. Sie werden gemerkt haben, dass Google ihr Layout immer wieder mal umstellt, die Werbungen rumschiebt, das Menü rumschiebt und das wird auch jetzt wieder passieren, vor allem wenn es um Bilder geht und da gibt es dieses Knowledge Graph Karussell, das ich Ihnen gleich zeigen werde. Den Knowledge Graph, den kennen Sie wahrscheinlich, wenn ich hier drüber fahre, erscheint mir hier rechts dann die Webseite. Dann kann ich mir also hier ein Vorschaubild holen. Das gibt es bereits heute in der Schweiz. Jetzt in meinem Browserfall bin ich mit Englisch eingeloggt. Das heißt, ich sehe hier, was die in Amerika sehen. Zu dem Vorteil hier. Und wenn ich hier noch Saturns Moons suche, dann schaut es hier so aus. Das haben wir bis heute in der Schweiz noch nicht gehabt. Und das wird aber auch jetzt Europa und weltweit ausgerollt. Ich habe hier oben dieses Karussell und hier drin sehe ich verschiedene Monde oder eben Bilder, die zu den Monden passen. Wenn ich hier auf einen klicke, ändert sich hier unten die Anzeige. Ich habe hier diesen Knowledge Graph, der kommt hier trotzdem, aber hier oben ist das Karussell drin. Und wenn Sie sich jetzt das anschauen, dann geht hier sehr, sehr viel Platz verloren, bis überhaupt mal das erste Suchresultat kommt. A und B, ich habe hier im Moment auch keine Anzeigen. Wenn ich beispielsweise nach Suchmaschinen optimieren suche, dann sehe ich hier, geht es bereits hier oben, wenn das Pages from Switzerland natürlich weg wäre, geht es bereits hier oben im Browser los mit den Anzeigen ohne Werbung. Wenn ich mir jetzt das Ganze mit Werbung anschaue, dann habe ich bis hier runter Werbung. Das heißt, dieser ganze Block müsste in dem Fall hier noch erst erscheinen, bevor dann eben die ganzen organischen Suchresultate kommen. Und da fragt sich natürlich, wo will Google hier die Werbung unterbringen? Google macht mit ihrer Werbung 95-98% ihres Umsatzes, also mit den AdWords. Das heißt, es ist eminent wichtig für Sie, wenn Sie da kein Geld mehr verdienen, dann können Sie auch keine schönen Plattformen mehr entwickeln. Die werden das also irgendwo integrieren müssen. Fragt sich dann nur, gibt es überhaupt noch organische Resultate auf einem Widescreen-Monitor, beispielsweise auf einem Notebook, seinem Widescreen hat, sieht man da überhaupt noch organische Resultate oder kommen mit diesen ganzen Knowledge Graphs und den Anzeigen diese organischen Resultate zu kurz. Das wäre natürlich fatal für all diejenigen, die mit dem eben noch Geld verdienen. Würde mich natürlich interessieren, was ihr davon hält, von dem ganzen Hin und Her mit den Layouts bei Google. Kommentare wie immer hier. Wenn es Ihnen gefallen hat, können Sie hier abonnieren. Mein Name ist Philipp Sauber, ich bin von der INM AG und Sie schauen websitemarketing.ch.